So, schaut mal hier. Wir sind jetzt die ganze Zeit, keine Ahnung, 10 Kilometer hier, diesen breiten, okay, ein bisschen schmaler wird er da hinten schon, aber trotzdem immer noch breit, breiten Fluss hier im Harz. Oder ja, Fluss, keine Ahnung was. Lang gefahren und die fällen hier überall die Bäume ab. Überall, ne? Viele sind ja auch tot durch die Borkenkäfer, die sie wahrscheinlich abgeschmissen haben, die Amis wie damals die Kartoffelkäfer, ne? Die fällen die alles hier ab. Und das hier, wo ich drauf stehe. Na, Wuppertal, klingelt's? Ist ein riesiger Staudamm. Das ist riesenhoch, zeige ich euch gleich, hinter mir. So, die fällen hier alle Bäume ringsrum, nach und nach. So, wenn es jetzt richtig anfängt zu schütten, wenn sie hier auch die Wettermanipulation machen, mit dem vielen, vielen tagelangen Regen, hier ist alles schon weg. Ja. Das geht die ganze Zeit durch. Dann überschwemmt sich das Ding maßlos, weil keine Bäume mehr da sind, die das Wasser auffangen, aufsaugen, wie auch immer. So, und jetzt guckt mal hier zum Vergleich, wie breit das Ding ist. Und jetzt passt mal auf, wie tief es runtergeht. Und wie schmal dieser Bach hier ist. Guck mal, wie tief es runtergeht hier. Was meinst du? Wenn dieses Ding bricht, wenn sie das hier auch machen wie ein Wuppertal, dann fließt alles ins Tal rein, aber mit brachialer Gewalt. Da hast du richtige. Darauf, wofür baut man sonst Staudämme? Klar, ein bisschen Strom machen, ja. Aber irgendwann wird das auch für andere Sachen benutzt.